So, Herr Hohmann, auf einer Skala von 1 bis 10, haben Sie das hier verkackt? Ich würde mir eine gute 4 geben. Ja, Rost im Tank, das geht schneller als man denkt. Oder wenn man meint, man hat zu viel Zeit und wenn man dann so ein bisschen lazy ist, auch dann kommt es zu solchen Ergebnissen hier. Kraftstofftanks sind bei alten Motorrädern fast zu 100% aus Metall. Und Metall fängt irgendwann halt an zu rosten. Siehe hier mein Tank, das ist total Kacke. Jetzt gibt es ja normalerweise oder gab es bis jetzt immer den Ratschlag von überall, dass man eine Kiste einfach, wenn man die länger hinstellt, was den Tank angeht, ganz easy bis oben hin voll Sprit machen soll. Und so verhindert man, dass der Tank dann gammelt. Weil Sprit bis oben hin voll, dann keine Luft ans Metall, keine Luft am Metall, keine Oxidation, also keine Reaktion mit dem Sauerstoff, also kein Rost. Denkst du, das war früher so, heute ist das nicht mehr so, weil der Sprit sich komplett verändert hat. Der Sprit, den wir heute in unseren Tanks lagern, ist ein anderer Sprit als der, den wir früher da drin gehabt haben. Der Sprit heutzutage ist viel aggressiver. Aber woran liegt denn das, dass Tanks heute so oft rosten und früher man da eigentlich selten von gehört hat? Das liegt daran, dass wir früher Blei im Benzin hatten. Denn alte Motoren hatten halt Bauteile im Inneren, die darauf angewiesen waren, dass man da einen Bleizusatz verwendet hat. Und nebenbei war dieser Bleizusatz auch ganz gut für die Innenbeschichtung unserer Metalltanks. Nun gibt es aber seit 1988, glaube ich, kein verbleites Benzin mehr in Deutschland. Und seit 1996, glaube ich, gibt es auch kein verbleites Superbenzin mehr in Deutschland. Aber wie gerade schon gesagt, dieser Bleizusatz im Benzin damals, der war für viele Bauteile im Motor extrem wichtig. Und ich rede hier hauptsächlich von den Ventilen und von den Ventilsitzen in den alten Motoren. Nicht in allen, sondern in vielen. Denn dieser Bleizusatz, also das Blei, was im Sprit gewesen ist, das hat sich sowohl auf den Ventilsitzen als auch auf den Ventilen festgesetzt und hat den Rückschlag von dem Ventil beim Aufschlagen auf den Ventilsitz immer so ein bisschen abgefedert. Denn so ein Ventil, das federt ja bei einer einzigen Autofahrt millionenfach ein und aus. Und da kann man sich dann vorstellen, wenn das Ventil immer wieder zurück in den Ventilsitz knallt und wenn das alles relativ weich ist, das Material, also verhältnismäßig weich ist, dann wird der Ventilsitz irgendwann mal mit der Zeit in den Motorblock, also in den Zylinderkopf gehämmert. Und kann man sich vorstellen, das führt dann irgendwann natürlich dann zu einem Motorschaden. Und darum sollten auch Fahrzeuge, bei denen drin steht, dass die normalerweise verbleites Benzin fahren, auch heutzutage, wenn die bewegt werden, auf jeden Fall diesen Bleiersatz zugemengt bekommen, wenn man tankt. Der ist wirklich enorm wichtig. Oder was kostspieliger wäre und auch viel aufwendiger, ist, man lässt sich dann das entsprechende Fahrzeug von dem Verbleiten auf bleifrei umbauen. Das geht, ist aber wie gesagt um ein Vielfaches aufwendiger. Irgendwas von diesen beiden Variationen muss man aber auf jeden Fall machen, denn man bekommt heute keinen verbleiten Sprit mehr. Das ist definitiv besser für die Umwelt und auch besser für unsere Gesundheit. Aber für bestimmte Motoren ist das halt scheiße. Und für unsere Motorradtanks ist das auch nicht ideal. Denn manche der modernen Kraftstoffe, die wir so haben, die sind zumindest im Moment so aggressiv, dass die sogar Tanks angreifen, obwohl die Tanks komplett mit dem Sprit gefüllt sind. Und das hat wiederum was zu tun mit den Zusätzen, die heutzutage dem Sprit beigemengt werden. Unter anderem um so einen Sprit dann für die heutigen Motoren passend richtig klopffest zu machen. Was heißt klopffest? Wie erkläre ich das? Motoren werden bei der Fahrt ja heiß. Und wenn der Kolben im Zylinder hoch und runter wandert und den Sprit komprimiert, dann entsteht bei diesem Druck auch Hitze. Und so kann es sein, dass sich bestimmte Arten von Sprit, je nachdem was es ist, die neigen dann dazu, sich unter dem Druck und unter der Hitze selbst zu entzünden. Und das wollen wir ja nicht.
weil dann gibt es sowas wie eine Frühzündung oder wie eine Spätzündung. Es ist dann halt eine Zündung, die nicht von uns durch einen Zündfunken kontrolliert wird. Denn wir brauchen bei Benzinern diese Zündung genau exakt am 100% richtigen Punkt. Zu früh wäre doof, zu spät wäre auch doof. Quasi das, was wir beim Diesel wollen, nämlich dass er sich alleine entzündet unter Druck, das wollen wir beim Benziner auf gar keinen Fall. Wir wollen, dass sich der Sprit nur dann entzündet, wenn wir das genau brauchen. Und zwar genau in dem Punkt, wo wir es wollen. Wie gesagt, nicht früher, nicht später. Und darum muss man den Sprit irgendwie auf irgendeine Art und Weise steuerbar machen. Dafür werden dann bestimmte Zusätze eingesetzt, die halt verhindern, dass sich der Sprit selbst entzündet, wenn er es nicht soll. Und diese Zusätze, die sind super für die Verbrennung von heutigen Motoren, aber die sind eben ganz schlecht für die Lagerung des Sprites und super schlecht für die Lagerung des Sprits in unseren alten Metalltanks. Also, was tun? Es gibt Benzinstabilisatoren. Das sind andere Zusätze, die gibt es von verschiedenen Herstellern. Und diese Benzinstabilisatoren, die haben direkt mehrere Funktionen. Auf der einen Seite erhalten die bei einer längeren Standzeit die Zündfähigkeit des Sprites, weil, hört sich jetzt doof an, aber auch der Sprit kann oxidieren. Und der verliert dann auf die Dauer seine Zündfähigkeit oder besser gesagt, der verliert den Zündwillen. Bedeutet, er lässt sich halt schwerer entflammen. Und ein Sprit, der nicht mehr zünden will, der nützt dann auch in keinem Motor der Welt mehr was. Das machen Benzinstabilisatoren quasi weg. Und auf der anderen Seite sorgen Benzinstabilisatoren auch dafür, dass halt dieses Tankrosten, also dass halt der komplette Kraftstoffbereich, sowohl Leitung als auch die Lagerung im Tank, dass das halt oxidationsfrei bleibt. Und genau das hätte ich bei meinem Tank hier auch machen müssen. Aber bei meinem Tank hier war das so. Ich habe den ausgebaut, der ist ja von der BMW, die ich gerade umbaue. Dann habe ich gedacht, ach komm, das dauert jetzt vielleicht 4 Wochen und in 4 Wochen rostet so ein Tank normalerweise nicht. Also habe ich ihn hingestellt. Und dann sind mehr Wochen draus geworden und mehr Wochen draus geworden und dann ist ein ganzer Winter draus geworden. Und dann habe ich den Sprit abgelassen und dann reingeguckt und gesehen, scheiße, da ist ja Rost drin. Das heißt, hätte ich es gewusst, ich hätte da sofort diesen Standschutz einfüllen sollen. Dann hätte ich jetzt das Problem nicht gehabt, denn jetzt ist es so, jetzt muss ich den Tank erstmal von innen entrosten und dann austrocknen und dann muss der neu versiegelt werden. Und da gibt es ein paar neue Methoden dafür, das zu machen. Ich weiß noch nicht genau, welche ich da nehme. Ich weiß auch noch nicht genau, welches Mittel ich dafür nehme, aber seid sicher, ich werde darüber ein Video machen. Ihr werdet es erfahren. Und ich werde euch dann hinterher auch erzählen, ob es gut geworden ist oder nicht. Man hat ja sonst nichts zu tun. Dann baue ich jetzt erstmal bei meiner SR den Motor aus und den neuen Motor ein. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.